Man meint manchmal echt, als würde Fraps mehrere Programme aufnehmen oder so. Weil wenn ich jetzt wieder ein paar Programme... Ja, okay, jetzt fängt es wieder an. Komisch. Wenn Fraps eigentlich ein paar Programme nicht mehr ertragen muss, geht es eigentlich relativ gut. Jetzt ist es so am Lecken. Okay, jetzt ist es wieder nicht. Komisch, also... Als würde Fraps eben andere Programme auch aufnehmen und dadurch extrem an Energie aufbüßen und so. Weil der Sound zum Aufnehmen geht ja. Wenn es leckt, kann ich immer noch reden, oder? Und ihr versteht es, also es ist da nicht geruckelt. Also kann ich, es liegt irgendwo an der Videoaufnahmesoftware, also von Fraps nur fürs Video. Und ja. Ach komm, spawnt endlich mal. Ihr seid so... In einem Online-Rollenspiel, Gegner, die nicht spawnen, ist etwas von Schlechtestes, was man machen kann als Entwickler. Die Leute brauchen neue Spawns, die brauchen neue Monster, wenn die so schlecht spawnen. Das senkt natürlich auch die den Spielspaß und da haben es direkt nun eigentlich fast dem Ende geweiht. Im Forum habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, die machen überhaupt nichts mehr. Waren sehr gute Vorschläge wie ein Clanlager, wo man Sachen stationieren kann, Sachen tauschen kann und so. Aber das wird nicht umgesetzt. Es wird einfach nicht umgesetzt. Das ist eine Riesenfrechheit, Entwickler. Sagt es einfach mal zu euch, ihr hättet so extremes Potenzial. Aber ich setze es einfach nicht um, weil ihr einfach zu faul seid, ohne Geld zu arbeiten. Arbeitet doch in der Freizeit. Hey, viele Leute wären für diesen Job dankbar. Sie wären dankbar, wenn sie nur am PC hocken müssten und etwas entwickeln. Viele Leute, die müssen auf den Straßen Müll aufsammeln oder sowas. Denkt mal an diese Leute, Entwickler. Und denkt mal an die richtigen Fans von Regnum, die schon ewig spielen und diese Bugs und Ungereimheiten aushalten müssen. Das ist extrem. Und ihr macht nichts. Die würden dann auch viel mehr Geld euch, für, also über den Shop oder spenden. Aber eben, nein, es kommt nichts. Es kommt wirklich nichts, gar nichts. Das ist wirklich Frechheit. Die größte, übelste Frechheit. Sollten wir wirklich mal einen Aufruf, allesamt, die ganze Community, einen Aufruf starten. Ja, irgendwie spawnt hier gar nichts mehr und es leckt auch ab und zu. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ich habe keine Questgegner mehr. Ja, gestern war ich ein bisschen müde und habe nicht so viel hochgeladen, tut mir leid, aber es war noch ein Match, also ein Fußballspiel vom FC Basel. Emmerdam hat mir irgendwie einen Server so erklärt und wir mussten immer warten und so. Und ich habe die ganze Zeit gespielt, League of Legends und Tree It von Minecraft. Und deshalb hatte ich nicht so viel Zeit zum Hochladen, aber jetzt habe ich wieder Zeit, also heute, und es kommen mehrere Videos von Regnum, die ich jetzt aufnehme. So, was ist jetzt denn los? Hallo, was ist denn jetzt los? Wir müssen mal zum anderen Strang gehen. Vielleicht ist weiter hinten noch ein paar der Gegner. Das ist, weil dieses Dosim hier in der Nähe ist, dann leckt es ein bisschen. Aber Fraps hat halt auch sehr viel damit zu tun, ich will jetzt ja nicht sagen. Fraps ist natürlich auch in anderen Programmen schuldig, wo ich über 200 FPS habe ohne Fraps und mit Fraps habe ich 20. Da kann irgendwas nicht stimmen. Und das ist erst seit dem letzten Update so. Also die haben Fraps auch kaputt geupdatet. Das ist eine übelste Frechheit. Genauso wie Diablo eigentlich kaputt gepatcht wird. Ich
kann jetzt noch glücklich sein, dass jetzt Reaper of the Souls rauskam. Ich hätte Diablo 3 niemals mehr angespielt. Und dieser Patch hat auch viel gemacht, der 2.0.1. Okay, hier sind wenigstens ein paar Gegner. Also, Blizzard ist auch ein Entwickler, der die Spiele kaputt macht mit diesem Geupdate. Und vor allem, dass die ganze Zeit die Neulingen geholfen wird. Dadurch haben die Profis eigentlich gar nichts mehr zum Lernen, zum Verstehen. Also, ja, wenn das zum Beispiel die Gegner mal killen oder so. Ich kenne Livestreamer, die sterben nicht mal bei T10 mehr. Und das ist ja extrem. Also Torment 10 ist extrem hoch. Oder wie viele es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob 10 das höchste ist. Vor allem auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Die haben keine Probleme. Weil die Items einfach zu stark sind. Vor allem die Defensive zu stark ist. Aber eben, die Entwickler lernen es nie, es müssen immer die Fans. Die Fans müssen den Entwicklern eigentlich den Weg weisen. Kaum zu glauben, aber es ist wahr. Ich möchte unbedingt Entwickler werden selber, der Leuten unterstützt, die eben, also die Fans unterstützt. Wenn ich neben dem Let's Play auch noch entwickeln könnte, ja, das wäre so cool. Aber eben, man muss halt auch die Programme haben und auch die, das gelernt haben, wissen, was man macht. Nicht nur Bahnhof verstehen. Ah, wir haben es fertig. Wir machen fertig. 11 Flaschen haben wir besiegt. Kommt gut. Spielen wir ein bisschen Trabatoni. Ja. Und der Strunz, wo ist der Strunz? Ah, der Dämon ist der Strunz, okay. Da war ja erst letztens 15 Jahre oder so, Trabatoni, keine Ahnung. Oder 13 Jahre, weiß jetzt nicht genau mehr. Aber vor allem, ja, das war noch, da war ich live dabei. Also, habe ich geschaut, live, Sport, im Fernseher. Und ich habe mich zu tot gelacht. Er ist einfach sympathisch mit seiner nicht ganz deutschen Aussprache. Ja, ich habe da die, nicht die alten, die noch größeren Wölfe getötet die ganze Zeit. Oder waren es doch die alten Wölfe? Aber ich habe nichts bekommen, also ein paar Stäbe habe ich bekommen, ein Sudan-Schild und noch, glaube ich, einen Helm, den ich aber schon verkauft habe. Hier habe ich zum Beispiel noch ein hypnotisches Amulett gefunden, also von einer Quest bekommen. Und hier ein kleiner Cyanid mit Eisschaden plus 4. Aber mehr auch nicht. Leider droppt momentan auch nicht viel. Also wir müssen unbedingt hochlevelig. Dann level ich auch sehr viel außerhalb vom Let's Play. Damit wir dann einfach die Clan-Wars machen können. Okay, wir machen hier noch nicht die Quests. Wir gehen jetzt zurück. Machen eine Reisquest. Und dann noch die Quests, die Quest, die da oben ist, da. Hier könnten wir noch große Bär töten. Da müssen wir noch Fiskel. Ja, aber zuerst gehen wir noch eine Reihe, Jo, und ja, eben diese Trabatoni, da war ja eigentlich sehr gut und nur die Spieler waren dann nicht so gut. Das ist, glaube ich, da an dem Champions League Finale gewesen, wo sie verloren haben und, ja. Oh nein, das war glaube ich, ein Bundesligaspiel. Ich jetzt weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber vor allem, also es war richtig cool von ihm, wie er es gesagt hat.
Ja, ich habe gestern recht viel auf dem Trainingsfeld, also Fahrrad, bei euch heißt es ja Fahrrad, bei uns heißt es Velo, gefahren und habe jetzt Stufe 9 von 10, also eigentlich die höchste Stufe fast. Und habe richtig Fortschritte gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was ich nachher machen soll. Man kann es nicht höher stellen. Ja, eventuell muss ich dann ins Fitnessstudio gehen. Das muss ich eigentlich auch noch anmelden. Und ja, also mir geht es momentan perfekt körperlich, also sportlich bin ich sowas von gut drauf und ja, das widerspiegelt sich halt auch beim Let's Play, also ich nehme viel also entspannter und motivierter auf. So, 7 müssen wir besiegen. Noch die Beschwörung nehmen hier. Dämon. Aber nicht auf mich, bitte. Gut. Ja, also es wird natürlich auch viel passieren. Und Livestream wird es wahrscheinlich dann einfach am Abend-Ding, da haben wir sowieso am meisten Zeit. Und zwischendurch einfach mal auch am Morgen und so. Also, da lohnt sich auch mal einzustellen, wenn keiner Livestream angekündigt ist, oder? Weil ich möchte so viel wie möglich aufnehmen. Ich will bei euch sein. Ich will Community haben. Und ja. Also, wenn ihr Spaß habt, ihr könnt dann auch wünschen, also wenn jetzt ich zum Beispiel Path of Exile spiele und ihr seid Regnum-Fan und ihr wollt unbedingt, dass ich Regnum spiele, dann dürft ihr gerne fragen, kannst du nicht mal ein bisschen Regnum spielen oder so, dann sage ich nicht nein und das gibt bei mir auch keinen Sympathieabzug. Oh, cool. Wir haben neun Stäbchen. Oh, hey. Hey, was ist jetzt los? Okay, jetzt ist es wieder gut. Dann nehme ich wieder die Beschwörung vom Dämon. So. Weil die andere sich ja verabschiedet hat. Wir killen noch ein paar Bayern nach, wenn wir die Quest fertig haben. Ich habe irgendwas jetzt Motivation, seitdem ich den Stab habe. Ja, die anderen sind nicht so gut. Schade. Ich habe sonst keine anderen Stäbchen. Ah, jetzt ist es fertig. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Schauen wir mal. Okay, wir müssen sowieso nach Reihe. Komm. Die Gildenführerin hat gesagt, ich habe wirklich das perfekte Ausrüstungsteil, also Accessoire gekauft. Und ich finde sie auch schön, die Flügel. Es gibt keine anderen guten Flügel. Es gibt noch die Zerkit-Flügel, das sind Dämonenflügel. Aber die sehen ein bisschen hölzerig aus. Das ist irgendwie aus Holz oder so. Sieht nicht ganz so gut aus. Und diese Flügel, die passen einfach zur Monika. Nur die Robbe passt noch nicht. Ah, das wird dann schon. Wir müssen sowieso bald eine neue Robbe haben. Ah, hier ist ja ein Gestein. Sah ich gar nicht. Oh, 5 Magnanitstücke. Dieser Name. Ja, toll. Also, die werde ich alle verschenken. Die Magnanitstücke, die brauche ich nicht als Beschwörer. Eventuell für den Barbar einmal, aber dann habe ich sicher schon über 300, bis ich den für den Barbaren brauche. Also, ich würde die eben gern verschenken, aber eben ihr müsst mitmachen. Ich werde nicht einfach jemanden, den ich nicht kenne, etwas schenken. Und ja, momentan habt ihr es ja noch gut. Mir sind einfach die Items hier in Regnum zu sehr die Nähe gewachsen, also ich kann nicht einfach immer blind verkaufen. Vor allem nicht, wenn die Anzahl dann steigt, die Leute, die halt etwas wollen.
Und eventuell verschenke ich auch mal etwas jemandem, der nichts sagt. Also ich kann jetzt nicht versprechen, dass sie dann immer wieder das bekommt oder so. Vor allem, ich habe halt weniger Zeit. Also ja, ich habe eigentlich schon viel Zeit im Schnitt, aber das möchte ich auch für anderes gebrauchen und nicht nur für Items farmen oder so. Sonst sind ja auch die Livestreams dann sehr langweilig. Aber ich werde natürlich auch meine Komplizen motivieren, ein paar Items aufzuheben. Und ja, aber das dann alles nacheinander. Zuerst müsst ihr mal ja, die Motivation bekommen, mit mir irgendwas machen. Ja, ja. Nein, also, es wäre wirklich toll, wenn jemand kommt und hilft. Einen habe ich ja jetzt schon, aber eben einen reicht natürlich noch nicht. Und dadurch macht das Let's Play dann auch viel mehr Spaß, wenn ihr dabei seid. Aber kommt auch darauf an, ob ihr artig seid. Also, ich weiß jetzt noch nicht. Ich hatte heute wirklich keine Zeit und Lust aufzunehmen. Lol, ich muss hier runter.